Wenn am ersten Weihnachtsfeiertag in der Stadthalle Fürth es sich folkloristisch und türkisch versammelt wird, dann ist es weit weniger harmlos, als man denken mag. Die türkische Föderation lädt zum türkisch-folkloristischen Abend ein. Wer beim Namen der Organisation Türkische Föderation noch nicht hellhörig wird, wird dies spätestens bei der Bezeichnung Graue Wölfe sein. Die Mitglieder der Veranstalterorganisation bezeichnen sich nämlich selbst als solche und pflegen ein faschistisches und nationalistisches Selbstverständnis. Zu der Veranstaltung in der Stadthalle Fürth werden rund 1000 TeilnehmerInnen erwartet. Laut der antifaschistischen Linken Fürth, kurz ALF, handelt es sich bei der Föderation jedoch um eine klar faschistische Organisation. Also die türkische Föderation, das ist der Ableger der türkischen faschistischen Partei, der MHP. Und die türkische Föderation ist sozusagen die deutsche Organisation dieser Partei. Und die Mitglieder dieser Organisation bezeichnen wir bzw. bezeichnen sich selber als Graue Wölfe. Wir bezeichnen die Grauen Wölfe als Faschisten. Die Grauen Wölfe fordern eine nationalsozialistische Türkei, sie fordern einen faschistischen Staat, sie gehen massiv gegen radikale Linke bzw. insgesamt gegen fortschrittliche Kräfte in der Türkei und in Kurdistan vor. Und wir schätzen die Grauen Wölfe bzw. auch die MHP als extrem nationalistisch ein. Für die Stadthalle und die Stadt Fürth selbst stellt dieser ideologische Hintergrund der Föderation jedoch keinen Grund dar, die Veranstaltung abzusagen. Der rechtliche Aufwand werde viel zu groß, meint Robert Steinkugler, Geschäftsleiter der Stadthalle Fürth. Es ist halt leider bei einer öffentlichen Einrichtung nicht so leicht, Veranstaltungen abzusagen oder Verträge zu kündigen. Natürlich, also wir möchten die Stadthalle speziell, möchte natürlich irgendwelchen extremen Vereinigungen keinerlei Plattform bieten. Ne? Nur wie gesagt, Stadthalle ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt Fürth. Insofern ist sie gewidmet für solche Veranstaltungen und es ist natürlich sehr schwer, solche Veranstaltungen auch tatsächlich nicht anzunehmen. Ne? Kündbar ist jeder Vertrag. Ne? Ob das dann rechtlich standhält, ist natürlich die zweite Frage. Wenn wir kündigen würden, dann ist natürlich das Risiko, also das rechtliche Risiko, sehr hoch. Es können ziemlich hohe Schadensersatzansprüche gegen uns geltend gemacht werden vom Veranstalter. Der hat ja Künstler engagiert, ihm fallen Einnahmen weg und. Doch nicht nur die Furcht vor rechtlichen Querelen, auch die Angst, durch Absage eine negative Öffentlichkeit zu erzeugen, treibt die Stadthalle zu solch passivem Verhalten. Man weiß nicht, wie so eine Klage vor Gericht entschieden wird. Ne? Auch müssen wir natürlich überlegen, Propagandawirbel, der durch so eine Klage eventuell entsteht und der eventuell einen höheren Schaden noch anrichtet, ne? Also für die Halle. Ne? Der Stadt Fürth werfen die ALF und das Fürther Bündnis gegen Rechts unter dessen Scheinheiligkeit im Umgang mit der Veranstaltung vor. So wird sich laut der ALF auf der einen Seite öffentlich gegen Rechtsextremismus ausgesprochen, während auf der anderen Seite faschistischen Organisationen städtische Gebäude vermietet werden. Wir können auf jeden Fall sagen, dass diese Veranstaltung also extrem krass ist, weil die Stadt Fürth eigentlich auch in der Allianz gegen Rechtsextremismus ist und auch im September eine Resolution im Stadtrat verabschiedet hat, dass Wirte keine Neonazis mehr in ihre Gaststätten reinlassen sollen. Und das Problem jetzt ist, oder was wir total scharf kritisieren, ist, dass die Stadt jetzt selber mit Neonazis ihr Geld verdient. Und auch der Rechtsreferent Christoph Meyer sagt ja, dass der Vertrag eigentlich kündbar ist, aber sie es aus rechtlichen und juristischen Schritten nicht machen wollen, weil ihnen das Risiko zu hoch ist. Und das ist eigentlich der Teil, den wir auf jeden Fall ziemlich scharf kritisieren. Zu Aktivitäten gegen diese Veranstaltung, die bereits zum dritten Mal in Fürth stattfinden wird, wird es voraussichtlich nicht kommen. Die öffentliche Problematisierung, aber auch das Ansprechen der städtischen Stellen sollen es jedoch unmöglich machen, dass sich solch eine Veranstaltung im nächsten Jahr wiederholt. Diese Veranstaltung ist jetzt meines Wissens nach zum dritten Mal in Fürth findet die statt und die letzten Jahre wurde sie auf jeden Fall nicht in der Öffentlichkeit beachtet und wir haben davon auch leider nichts mitbekommen und auch keine Gegenaktivitäten starten können. Also es wird dieses Jahr keine großartigen Gegenaktivitäten geben. Es sind jetzt Pressemitteilungen geschrieben worden von der antifaschistischen Linken Fürth, also von uns und vom Bündnis gegen Rechts, wo wir die Stadt auffordern, dass sie auf jeden Fall den Vertrag kündigen, was sie auf jeden Fall nicht machen werden. Zu Kundgebungen bzw. Infoständen und so weiter wird es nicht kommen, da das jetzt auch alles relativ spontan ist. Unser Ziel ist, dass diese Veranstaltung im nächsten Jahr auf jeden Fall nicht stattfinden wird und dass die Stadt Fürth
sehe ich auch, weil sie in der Allianz gegen Rechtsextremismus organisiert ist, dass sie auf jeden Fall den Nazis, Faschisten, egal wo sie herkommen, eine Absage erteilt. Doch wer ist die MAP und wer sind die Grauen Wölfe eigentlich genau? Organisationen, die vielfach Erwähnung finden, von deren Geschichte, Ideologie und insbesondere Organisation in der Gegenwart jedoch wenig bekannt ist. Die Partei der nationalistischen Bewegung, kurz MHP, hat eine lange und vor allem blutige Geschichte. Die Bewegung gründete sich in den 30er Jahren mit Unterstützung des deutschen Faschismus. Tatsächliche Größe erreichte die nationalistische türkische Bewegung jedoch erst als paramilitärische Gegenmacht zur erstarkenden türkischen Linken der 60er Jahre. Kemal, ein langjähriger Beobachter der MHP, zu ihrer Geschichte. Nationalisten gab es in der Türkei schon länger, schon im Osmanischen Reich. Aber die MHP, die Geschichte der MHP fängt in den 30ern sozusagen. Leute, die sich vom deutschen und dem italienischen Faschismus inspirieren ließen, haben angefangen, lose Strukturen aufzubauen. Die waren relativ schwach, obwohl ein nationalistischer und sich mit Faschismus sympathisierender Konsens da war in dem Land sozusagen, in der herrschenden Klasse. Diese Strukturen wurden erst groß dadurch, dass in den 60ern eine Linke angefangen hat, sich zu etablieren, die Studentenbewegung vor allem. Und gegen diese Bewegung wurden dann landesweit Leute mobilisiert, um vor allem für einen militärischen Kampf gegen linke Strukturen. Diese wurden dann ausgebildet, zum Teil vom türkischen Militär, zum Teil von US-amerikanischen Kontraprogrammen. Und die MHP selber hat später behauptet, sie hätten landesweit 250.000 Leute militärisch ausgebildet. Der Kampf gegen die Linke wurde vor allem mit Unterstützung zahlreicher türkischer staatlicher Stellen geführt und war in erster Linie ein militärischer. Ich würde behaupten, dass damals die Linke eine relative ideologische Hegemonie hatte, einen guten Wind bekommen hatte. Der Kampf der Rechten war größtenteils militärisch. Also sie haben wenig versucht, ihre Ideologie durchzusetzen in den Großstädten oder an den Unis und so weiter, sondern sie haben meistens linke Demonstrationen angegriffen, haben Linke getötet und so weiter. Also so zwischen 68 und 80, also wo der Militärputsch in der Türkei stattfand, wurden Tausende von Linken getötet von faschistischen militärischen Strukturen der MHP. Dass dieser Kampf nicht irgendwie ein Bandenkrieg zwischen Rechten und Linken war, kann man sich auch dadurch vorstellen, dass der damalige türkische Premierminister gesagt hat, man könne ihm nicht sagen, dass die Rechten morden. Der Militärputsch im Jahre 1980 stellte auch für die faschistische Bewegung eine tiefe Zäsur dar. Doch ging sie nicht geschwächt aus diesen Jahren hervor, sondern unterhielt weiterhin lukrative Beziehungen zu internationalen Geheimdiensten. Man kann sagen, der Militärputsch im Jahre 1980 war ein Cut für die Politik im Allgemeinen. Alle Parteien wurden verboten, alle Zeitungen wurden verboten, alle Gewerkschaften wurden verboten für eine gewisse Zeit. In kurzer Zeit war es dann wieder für die Rechten möglich, sich zu organisieren. Linke Organisationen blieben weiterhin verboten. Die Bewegung hat sich sozusagen relativ islamisiert nach dem Militärputsch. Es war auch die Politik der Putschisten, das Land möglichst zu islamisieren als eine Bremse gegen linke Politik, revolutionäre Politik. Und in dieser Phase, also auch viele Faschisten saßen dann im Gefängnis, aber die faschistische Organisation setzte sich in unterschiedlichen Formen fort, zum Teil als Teil der Gladio-Strukturen der NATO, zum Teil als Mafia-Strukturen, die aber wiederum mit dem Staat zusammengearbeitet haben. Sie wurden zum Beispiel eingesetzt, um die armenische Asala, eine Organisation, die türkische Diplomaten und so weiter umgebracht hat und dafür gekämpft hat, dass der türkische Staat den Völkermord an Armeniern zugibt. Sie wurden eingesetzt, zum Beispiel diese Organisation auszulöschen. Sie haben gegen die kurdische Befreiungsbewegung gekämpft. Den Drogenverkehr, vor allem Heroinverkehr in Europa, haben größtenteils türkische Faschisten damals organisiert. Und sie hatten und haben auch gute Kontakte, zum Beispiel zu dem BND. Also es ist bekannt, dass türkische Faschisten vom BND bezahlt wurden, für gewisse Operationen benutzt wurden. Also sie waren immer Teil von internationalen Auseinandersetzungen bis zu einem Attentat auf den Papst zum Beispiel. Heute hat sich die MHP als parlamentarische Kraft konsolidiert und tritt innerhalb des türkischen Politikgeschehens wesentlich gemäßigter auf. So wird bewusst auf extremen Nationalismus verzichtet.
Jedoch konnte die politische Hegemonie primär auch durch ihre Kurdenfeindlichkeit erreicht werden. Durch den Krieg in der Türkei zwischen der PKK und dem türkischen Militär wurden die Faschisten stärker. Also sie können viel größere Massen mobilisieren mittlerweile. Und erst Ende der 90er konnten sie sogar sich als ein relativ großer Partner an einer Koalitionsregierung beteiligen, mit fast 20% der Stimmen. Die Partei, die eher eine militante antikommunistische Organisation war, wuchs zu einer Massenpartei sozusagen. Dafür war es wichtig, dass die Partei sich moderater ausgeben muss. Also sie haben zum Teil ihre Türkentum-Fantasien, also die Ausdrücke aufgegeben, dass sie zum Beispiel wie Wölfe heulen auf ihren Treffen und so weiter und so fort. Das wurde dann nicht mehr gut angesehen von den Parteifunktionären, weil man sich als so vernünftige Partner für andere Parteien ausgeben wollte und dass man die Gewalt abgeschworen hätte und so weiter und so fort. Dabei ist es sehr wichtig zu sagen, dass die Morde nicht ausblieben, also dass sie weiterhin in der Türkei Linke oder Demokraten ermordet haben. Bei Allah, dem Koran, dem Vaterland der Fahne, wird geschworen. Meine Märtyrer, meine Frontkämpfer sollen sicher sein. Wir, die idealistische türkische Jugend, werden unseren Kampf gegen Kommunismus, Kapitalismus, Faschismus und jegliche Art von Imperialismus fortführen. So lautet ein Titel des Schwures der Idealisten und bildet einen Teil des Selbstverständnisses der Grauen Wölfe. Hier wird sich vom Begriff des Faschismus distanziert. Jedoch sind die Grauen Wölfe deshalb nicht weniger faschistisch. Also so, das mit Kommunismus ist definitiv ernst zu nehmen, dass sie sich davon distanzieren und sagen, sie wollen den Kommunismus bekämpfen. Das mit Kapitalismus und Faschismus, also Faschismus wird als Wort abgelehnt, weil Faschismus laut Graue Wölfe nichts Türkisches ist. Man muss ein türkisch-nationalistisches System entwerfen. Worin sich dieses vom italienischen oder deutschen Faschismus unterscheiden soll, ist aber unbekannt. Also so, wenn sie erklären, was sie haben wollen, sieht man, dass man eigentlich ein identisches oder nahezu identisches System haben mag. Faschisten haben ja immer behauptet, sie wären gegen den Kapitalismus, auch deutsche Faschisten, die Nationalsozialisten, auch in Italien und sonst wo. Dass das nur bedeutungslose Phrasen waren, eher zur Mobilisierung dienen sollten, wurde auch nach der Machtübernahme in all diesen Ländern klar. Und auch die türkischen Faschisten, als sie an Regierungen beteiligt waren, also man hat auch gesehen, dass sie kein Problem mit dem Kapitalismus haben. Sie haben die neoliberale Politik Regierungen vor ihnen auch aktiv fortgesetzt. Auch in Deutschland verfügt die faschistische türkische Bewegung über eine große und oft unterschätzte Anhängerschaft. Diese ist zwar weitestgehend lose organisiert, kann jedoch den Rassismus der deutschen Gesellschaft für sich instrumentalisieren und somit Jugendliche rekrutieren. Sie haben eine eher lose Organisierung hier in Deutschland. Sie haben sehr viele Sympathisanten, die sie zum Teil dadurch gewinnen, dass der Rassismus in Deutschland den Leuten sagt, ihr seid scheiß Türken. Und die türkischen Faschisten antworten drauf, seid doch stolz, dass ihr Türken seid. Das wirkt auf jeden Fall. Und andererseits spielt auch der türkisch-kurdische Bürgerkrieg eine große Rolle. Also der Hass auf Kurden wird auch damit mobilisiert. Dass sie eine sehr breite Unterstützung hier in Deutschland haben, kann man auch daran erkennen, dass sie ab und zu mal immer wieder also Demonstrationen machen, zum Teil mit türkischem Staat zusammen organisierte. Und vor 3 Jahren, glaube ich, fand in Nürnberg auch eine Demonstration statt mit 1500 Teilnehmern, ein sogenannter Friedensmarsch, aber mit Parolen wie Kurden solle man auslöschen. Man wollte das als eine Friedensdemonstration ausgeben. Und was man vielleicht zu ihren Kontakten in Deutschland auch noch sagen muss, ist, dass die türkischen Faschisten sich mit allen bürgerlichen Parteien sehr gut verstehen hier in Deutschland. Sie werden nicht als Faschisten, ich sag mal, nicht wahrgenommen, sie werden gewiss als Faschisten wahrgenommen, aber sie werden auch als solche akzeptiert. CDU, CSU, aber auch die SPD hat viele Mitglieder, die gleichzeitig Mitglieder der türkischen MHP sind. Und diese Leute kandidieren sich auch für Ämter und so weiter und werden zum Teil auch in deutsche Parlamente gewählt.